1,5 Jahre Xbox Series und PS5. So lange sind die neuen Konsolen jetzt schon auf dem Markt. Krass, oder? So lange kommt es einem gar nicht vor. Aber ja, die Next Gen, oder ja eigentlich jetzt Current Gen, ist Ende 2020 rausgekommen, aber durch die Weltlage ist die Verfügbarkeit nach wie vor ein riesiges Problem. Nachschub kommt nur zaghaft und die Kontingente halten zwar mittlerweile ein bisschen länger durch als noch zu Release, aber trotzdem sind sie schnell durchverkauft. Im Konkurrenzkampf zeigt sich jetzt auch schon ein eindeutiges Bild. Die PlayStation liegt auch mit der 5. Generation mit weitem Abstand vor dem ewigen Konkurrenten Xbox. Zumindest noch. Denn je länger die Hardwareverfügbarkeit noch angespannt ist, desto mehr erspielt sich Microsoft meiner Meinung nach einen Vorteil. Und das auch noch durch dummen Zufall. Keine Angst, ich prophezeie hier jetzt nicht den Untergang von Sony und seiner PlayStation. So irre bin ich jetzt auch wieder nicht. Aber Xbox könnte in Zukunft eben wieder wichtige Prozentpunkte von Sonys Vormachtstellung abzweigen. Und tut das ja sogar schon. Aber schauen wir uns mal die aktuelle Ausgangssituation an. Sony und Microsoft haben 2020 relativ zeitgleich ihre Konsolen der aktuellen Hardware-Generation rausgehauen. PS5 und PS5 Digital auf der einen Seite, Xbox Series X und S auf der anderen. Die Nachfrage ist in dieser Generation riesig. Und alle Kontingente zum Release waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Vom Ansturm zusammenbrechender Online-Shops inklusive. Die nächsten Verkaufsaktionen kommen und gehen und das Bild wiederholt sich immer wieder. Ausgenommen ist hier die Xbox Series S, aber dazu kommen wir gleich. Schnell wird klar, das ist kein anfänglicher Ansturm. Die Hersteller haben massive Probleme, Nachschub zu liefern. Der Grund dafür sind die Lieferketten für wichtige Elektrobauteile, die durch die Corona-Pandemie nicht genug produzieren können. Das durch zeitweise stillstehende Fabriken entstandene Loch lässt sich auch nach 2 Jahren nicht so richtig stopfen. Übrigens verwechseln das auch viele. Das Problem sind nicht nur die Hochleistungschips, sondern auch einfachste elektrische Bauteile wie irgendwelche Steuerchips. Die sind nämlich auch in eurem Auto, in eurem Handy, in eurem smarten Toaster. Die will also jeder haben. Im Hardware-Bereich kämpft man also nicht gegeneinander, sondern aktuell eher mit den Lieferproblemen. Das Ausmaß erkennt man, wenn man auf die neuesten Zahlen von Sony schaut, die für das Geschäftsjahr 2021 und 2022 veröffentlicht wurden. Rechnet man das alles mit den restlichen Verkaufszahlen zusammen, dann kommt man auf insgesamt knapp 20 Millionen verkaufte PS5 seit Release. Das ist natürlich eine gigantische Zahl, aber schaut man auf die PS4, sieht man, die hatte im gleichen Zeitraum die 20 Millionen schon geknackt und war schon auf dem Weg in Richtung 30. Man verkauft also weniger PlayStation 5, weil man nicht mehr verkaufen kann. Und das ist ein Problem für Sony. Denn auf der anderen Seite steht Microsoft mit der Xbox. Die haben natürlich genauso mit den Hardware-Problemen zu kämpfen wie jeder andere auch. Das Skurrile dabei ist aber, sie haben trotzdem eine bessere Verfügbarkeit. Denn dadurch, dass Microsoft im Vergleich zu Sony ja der Underdog ist, wollen auch nicht so viele Leute eine Xbox. Das heißt, die Nachfrage ist nicht so groß, die Bereitstellung von neuen Konsolen dadurch besser. Leute, die es bisher nicht geschafft haben, sich eine PS5 zu holen und jetzt auch keine Hardcore-Fans sind, greifen potenziell irgendwann zu Xbox. Und wenn es nur aus Resignation ist, weil man die halt wenigstens bekommt. Da hilft dann auch die Xbox Series S. Die ist wesentlich besser zu haben als die leistungsfähigen Geräte und sie ist günstiger. Eigentlich die perfekte Ausrede, die sich mal als Zweitgerät zu holen, bis dann die Wunschkonsole kommt. Obendrauf gibt es auch unbestätigte Aussagen, dass Microsoft für die Series S einfach aussortierte Chips der Series X nutzen kann. Würde natürlich Sinn machen, da die Hardware auf der gleichen Architektur fußt und dadurch wäre es möglich, defekte Parts eines Series X Chips abzuschalten, aber dann dennoch genug Leistung übrig zu haben, dass es für die Series S reicht. So kann man Ressourcenmangel in einer Pandemie natürlich perfekt entgegentreten. Geplant hat Microsoft das natürlich nicht bei der Entwicklung der Series S, wie auch. Aber dann kam eben Corona dazu und schwupps hat man einen massiven Vorteil in der Produktion. Aus dummem Dusel. Aber das ist nicht der einzige Punkt, wo ich Microsoft gerade mit einem potenziellen Vorteil sehe in der aktuellen Wirtschaftslage. Das Zauberwort ist hier Xbox Cloud Gaming. Und ja, da höre ich das Lachen schon bis hier. Cloud Gaming soll der große Vorteil sein und da sage ich, nein, noch ist der Vorteil nicht so groß. Aber das ist halt eben ein Spiel auf Zeit. Xbox hat sein Cloud Gaming seit 2020 voll im Game Pass inkludiert. Der Dienst ist noch in der Beta und wird aktuell stetig weiterentwickelt. Letztes Jahr habe ich hier selber auf dem Channel sogar noch einen Test gemacht und war so semi-begeistert. Bei manchen Spielen hat es mich echt richtig weggeblasen, wie gut es funktioniert. Bei manchen Spielen war die Performance aber noch unter aller Sau.
Mittlerweile hat sich da durchaus was getan, wenn auch eher langsam. Aber ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich mein Spiel auf der Series X in der Cloud starte. Einfach, weil ich es dann nicht runterladen muss und sofort zocken kann. Und die Unterschiede zum nativ berechneten Spiel vor Ort werden gefühlt immer kleiner. Zum Ausprobieren reicht das schon locker. Es werden natürlich einige fragen, und wo ist da jetzt der Vorteil? Cloud Streaming, Game Streaming, gibt's da bei Sony? Und das ist ja auch völlig korrekt. PlayStation hat auch Streaming und das läuft wohl mittlerweile auch ganz gut. Und obendrauf haben sie natürlich jetzt auch einen super Kniff mit dem neuen PS Plus gemacht. Einerseits pimpen sie sich ihre Abozahl von PS Plus fürs nächste Quartal auf, weil jetzt die PS Now Leute dazugerechnet werden können. Aber es macht das Streaming eben auch für mehr Leute zugänglich. Die Spielebibliothek beinhaltet bei beiden Services sowohl First-Party-Produktionen als auch Third-Party-Spiele, die in regelmäßigen Abständen geupdatet werden. Voraussetzung bei beiden ist natürlich auch immer eine gute Internetleitung. Ohne die kannst du sowohl beim Xbox Cloud Gaming als auch bei PS Now die Segel streichen. Und wie wir vor ein paar Wochen bei dem riesigen Ausfall von Xbox Live gesehen haben, geht sowas auch sehr schnell. Aber so weit, so identisch sind beide Dienste. Wo soll da jetzt der tolle Vorteil sein? Kann ich euch sagen? Bei den Next-Gen-Titeln. Die sind nämlich beim Xbox Cloud Gaming mit drin. Wenn ich Bock habe, könnte ich jetzt sofort Halo Infinite oder Forza Horizon 5 in Series X-Qualität zocken. Und auch in Zukunft strebt Microsoft bei seinen Spielen die volle Verfügbarkeit an. Spielbar auf Xbox, PC und Cloud. Day One. Bei Sony's PlayStation Now sind bis heute keine PS5-Titel in irgendeiner Weise zum Streamen verfügbar. Was auch kein Wunder ist. Microsoft hat seine Serverfarm mittlerweile schon voll auf Series X-Hardware umgerüstet. Da steckt die Next Gen also schon im Server drin, für alle jederzeit abrufbar. Bei Sony hat man letztes Jahr erstmal den Sprung von 720p auf Full HD Streamauflösung geschafft. Da liegen die Prioritäten also einfach ganz anders. Und das ist ja auch völlig legitim und irgendwo auch verständlich. Sony ist ja auch weiterhin lächerlich erfolgreich und hätte wahrscheinlich schon dreimal so viele PS5-Konsolen verkaufen können, als sie produziert haben. Die wollen auch weiterhin Hardware und Spiele verkaufen, also werden sie sich hüten, ihre Top-Titel zum Streamen anzubieten. Nur ist Hardware eben heutzutage ein Flaschenhals. Und das schon seit 2 Jahren und wenn man den Wirtschaftsexperten da draußen glauben mag, dann wohl auch noch in den nächsten 2 Jahren. Und das ist für Microsoft ein weiterer, zufälliger Glücksgriff, dass ihre Strategie mittlerweile vom reinen Hardware-Geschäft abgerückt ist. Für die ist die Konsole mittlerweile eine Sparte. Nur ein weiterer Weg, um auf den Xbox-Kosmos zuzugreifen. Und wenn die Sparte aus Produktionsgründen nicht genug hergibt, um den Bedarf zu decken, na, dann braucht man halt nur auf einen der anderen Wege umzusteigen, um in den Xbox-Kosmos zu kommen. Der einfachste davon, Streaming. Wenn du jetzt seit 2 Jahren keine Next-Gen-Konsole kriegst, dann streamst du dir halt Next-Gen bei dem Anbieter, bei dem das geht. Wie gesagt, das ist aktuell noch nicht der Rede wert, aber je länger die Engpässe andauern, desto größer wird die Versuchung, schnell mal reinzuschauen. Und wenn man schon mal da ist, reinschnuppern wollte, naja, dann bleibt man vielleicht auch länger da. Aber, und das ist das ganz dicke Aber, es gibt dann halt eben immer noch diesen einen Stolperstein, über den Stream dir dein Next-Gen fällt. Und das ist die Next-Gen mit ihren Spielen. Denn nach der Starfield- und Redfall-Verschiebung sieht's bei Team Grün dieses Jahr wieder richtig düster aus. Völlig egal, wie viele Zufallstreffer sie noch landen können.